10 Fragen, 10 Antworten mit John. Hey Leute, ihr habt mir so viele Fragen geschickt. Heute ist der Tag der Tage gekommen, an dem ich euch die Antworten präsentiere. Frage 1. Wo warst du die ganze Zeit? Das ist eine gute Frage. Ich war jetzt sehr lange in Asien und Indien. Dort habe ich einen Meditationskurs besucht. Als mir Ronnie davon erzählt hat, dass ihr mich zurück wollt, habe ich mich per Anhalter auf den Weg nach Hause gemacht. Und nun bin ich wieder hier. Hey! Frage 2. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, mein Lieblingsessen? Also ich liebe Milchnudeln und Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Oh, und ich finde Grießbrei mit Pflaumen total toll. Was findet ihr denn so richtig lecker? Schreibt's mir in die Kommentare. Frage 3. Warum hängst du immer mit Ronnie ab? Ach, ich habe mich an diesen kleinen Superproll gewöhnt. Irgendwie ist er ja auch total lieb. Nur manchmal geht er mir mit seinem Gequatsche auf den Keks. Und Ronnie hat immer so einen Knoblauchmundgeruch. Hey, stimmt doch gar nicht. Klar doch. Hä, nein, das ist doch gar nicht wahr. Oh doch, Ronnie. Nein. Ach, ist doch auch egal. So richtig zusammengewachsen sind wir, als wir damals mit dem Polarexpress zu Willy Wonka gereist sind. Oh, oder als wir mit E.T.'s Raumschiff zu Harry Potter geflogen sind. Ach, das waren Zeiten. Frage 4. Welche sind deine Lieblings-YouTuber? Ganz toll finde ich Waititi. Die haben uns damals das Leben gerettet, als es in Baltimore diesen schlimmen Anschlag gegeben hat. Das sind jedenfalls meine persönlichen Favoriten. Frage 5. Wo wohnst du eigentlich? Zwischen München und Hamburg. Geht das auch genauer? Na gut. John und Ronnie kommen aus Berlin. Frage 6. Hast du eine Lieblings-App? Oh ja. Ich liebe die App Kleiner Fuchs. Die ist so süß gemacht. Da kann ich auch immer ganz toll mitsingen. Und sonst finde ich WhatsApp cool. Darüber schreibe ich dann immer mit Ronnie. Oh, da kommt gerade eine Nachricht. Hey John, du Opfer. Gehen wir nachher Döner essen. Ronnie. Frage 7. Was schaust du gern im Fernsehen? Ich schaue gern GZSZ, Gilmore Girls, die Nanny, Frank der Wedding Planner und Popstars. Frage 8. Wann hattest du deinen ersten Sex? Oh, also, naja, ich glaube, das will ich nicht sagen. Doch. Sagen wir es so, ich hatte noch nie. Und nun, schlimm, hä? Voila, bist du voll Jungfrau. Lach dich ruhig schlapp, Ronnie. Du bist doch selber eine Jungfrau. Ja. Siehst du? Also... Frage 9. Magst du synchronisierte Filme oder lieber das Original? Ich liebe synchronisierte Filme und Serien. Das ist immer so schön überzogen gesprochen. Oh ja. Ach so, mein Lieblingssynchronsatz ist übrigens... Deine Augen sind so schön wie das Leuchten der Sterne. Und jetzt möchte ich am liebsten die Scheiße aus dir rausficken. Die letzte Frage 10. Bleibst du jetzt für immer hier? Ja, ich werde nicht mehr gehen. Es ist viel zu schön hier bei euch. Es macht großen Spaß, Videos zu machen. Das ist toll. Ach übrigens, wenn ihr mir eure Fragen schickt, werde ich diese in der nächsten Ausgabe von 10 Fragen, 10 Antworten beantworten. Fragen gerne als Kommentar oder als Nachrichten an mich. Bis bald, euer John.